Und damit herzlich willkommen zurück zu Mafia, der definitiven Edition hier. So, es geht weiter. Sprich mit Ralf. Dann mache ich das doch mal. Aber erstmal gucken wir hier in die Zeitung rein. Zeitung 3. September 32. Das große Rennen steht bevor. Der wichtigste Tag im Sport. Er geht an die Startrunde. Oder, ja. Okay, ich lese mal für mich auf die Schnelle. Ja, die Rennsportfans können das vor Spannung kaum erwarten. Okay. Gut, ich hoffe, du hast mitgelesen. So, dann mache ich jetzt weiter. Sieh dir diese halbe Portion an. Wo warst du letzte Nacht? Mit euch unterwegs. Geh ruhig, Tom. Ich kümmere mich um diesen Penner. Pauli? Sechs, zusätzlich. Buona sera, Tommy. Das sind dann fünf, sechs, zusätzlich zu denen, die bereits hinter Gittern sitzen. Was ist los? Hey, Tommy, bald wird's ernst, oder? Weißt du über das Rennen Bescheid? Wie jeder in der Stadt. Salieri wird sich wohl nicht von Morello besiegen lassen. Oh nein, das müssen wir klarstellen. Also, heute holen wir seine Karre von der Strecke. Mein Freund Bobby bewacht sie und für etwas Knete zeigt er dir, wo sie ist und schaut weg, wenn du den Schlüssel drehst. Ich mag diesen Bobby. Klar, dann ist dann auch dieser Lucas Bertone. Du bringst das Auto zu ihm, dort unter dem Giuliano Bridge. Er wird's naja etwas frisieren. Macht das Rennen morgen viel interessanter. Dann bringe ich das Auto zurück und Bobby muss nicht mehr wegschauen. Beeil dich aber besser. Bobby arbeitet nur bis um zwei und der nächste Typ ist ein Arsch. Oh, hey. Wenn du einen sicheren Platz für deine Autos brauchst, wo sie niemand klauen kann, nimm die Garage. Carlo hat endlich Platz gemacht. Danke, gut zu wissen. Okay. Ja, wer schreit denn da? So, was nehmen wir denn? Motorrad? Ein Bolt? Ein Bolt V8? Rot wie die Feuerwehr. Ah. Das Taxi. Oder den. Na. Ah. Oh, der ist so schnell. V12 gerade. Der auch. Den kann ich auch nehmen. Ja, gelb ist so. Kein richtiges Blau. Grün ist auch noch okay. Dann nehme ich, ja, hier für Innenraum auch noch eher eine Farbe.
war auch nicht das da, was ich haben will. Gut. Dann fahren wir. Also reine Fleige, ne? Kommst mit? So. Da weiß ich ja nicht, ob die Musik da im Radio erlaubt ist oder so. Keine Ahnung. Deswegen muss ich da ganz viel. Hey, bitte was? So schnell war ich nun auch wieder nicht mal. Dann verstehe ich mich mal. Oh Gott. Ja, genau, sucht weiter. Was? Wie gesehen. Ich bin hier in der Ecke. Ich komme bloß nicht weiter. Ha, muss ich wieder rückwärts fahren. Was ist mit euch? Ihr bleibt da stehen, aber warum? Auf dem Weg da. So, Moment, jetzt muss ich. Ich muss hier erstmal loswerden. Verfolgen und verhaften. Bringt ihn her. Nein, nicht verhaften. Wir haben einen Auftrag, Mann. Laut Kollegen in Little Italy verschwunden. Sagt Bescheid, wenn ihr ihn seht. Ja, ist gut. Ja. Hier bei Regen, also aua. Straße ist nass und ja, das spritzt ja so schön. Oh Gott. Moment, das ist ein Dings. Wer ist das denn da? Wem haben wir denn hier? Ach, Sam, ein guter alter Sam. Aha. Sam Roberts. Gesuch wegen Alkoholschmuggels. Ah ja. Okay. Die Bohnen sind nicht. Ja. Zurück zur Patrouille. Nächstes Mal kriegen wir ihn. Ja, vielleicht. Ah. Aber du mein da. Ich kann dich doch nicht verstehen. So. Jetzt hier links. Okay. Das muss ja damals jetzt auch schön gewesen sein. Da gab es viel weniger Autos. Da war es überall schon ruhig. Kiki. Gab es keine Telefone. So wie heute, dass man überall anrufen kann und angerufen werden kann und so weiter. Oh. Bist du Bobby? Jupp. Dein Wagen kann in die Werkstatt. Die ist leer. Ralphies Freunde sind meine Freunde. Wenn du das Geld hast, sicher. Sie kommen ab morgen früh. Moment. Ich will mal gucken, ob man hier was sammeln kann. Da komme ich aber nicht rein. Okay. Dann sieht das nur so aus. Okay, komm Bobby, steig ein. Sie kommen ab morgen früh. Die ganze Stadt. Sie schmuggeln Fusel rein. Es gibt Prügeleien. Ich hasse es. Ach, komm schon. Nenn mir einen besseren Ort, um dieses Wochenende Mädchen aufzugabeln. Hör bloß auf. Was ich schon gesehen habe. Okay. Wir sind da.
Okay, da wären wir. Nur 4. Hier ist er. 1929er Karuzella C-Reihe. Klassenbester. Dass du den ruinieren musst? Bei sowas auf der Straße werden die Cops Fragen stellen. Nur wenn sie dich einholen. Und versuch bitte, ihn ganz zu lassen, ja? Ich muss um 13:30 von Bertone zurück sein? Vor der nächsten Schicht? Ja, ist ein Arsch. Ich weiß. Oh, die Zeit läuft. Eieiei, der geht aber absolut in die Arcade, du. Alter. Aua. Oha, das pufft hinten raus hier. Was war das Gelbe denn da? Ja, toll weg. Alter! Was ist denn das hier für ein Wagen, ey? Aua. Ich muss erst mal gucken. Oh Gott, Gott, was war der ich? Oh, Vorsicht! Oh. Oh Gott, ja, hupte man. Oder trötete man da, nicht trötete, oder? Oh, Straßenwagen. Okay, hier in der Mitte ist eigentlich ganz gut. Ah, oder doch nicht. Ja, muss da auch noch abbiegen, ey. Oh. Ich hab den Rennwagen zu Schrott gefahren. Ich sollte ihn doch gar nicht zum Schrott fahren, sondern nur zum Ziel. Na schöne. Und dann fangen wir wieder an. Okay. Jetzt kommen wir bei Heil an. Wer denn das? Oh, und wieder hier in der ersten Kurve. Alter. Bei dem muss ich so bremsen. Oder so gesagt. Oh. Oh, das war das. Was der rund, ey. Oh, warte. Mein Rad muss hier vom Bogen. Oh Gott. Oh, Taxi. Zum Glück war es kein Polizeiauto. Nein, keine Beamte. Oh Gott. Oh. Mann. Das war gar nicht so. Ah, Motorrad. Oh, boah.
Den hätte ich beinahe umgefahren. Okay. Das Zahn war, dass ich ein bisschen kaputt. Ja, beenden ist gut. Ich muss über die Brücke. Hier kann mich nicht keiner abbiegen. Alter, was für ein Bremsweg, ey. Und dann bin ich auch noch über Rot gefahren. Und das war da keine Polizei. Ja. Oh, da ist ein Taxi, wie es auch sehen. Ich sehe nur was Gelbes. Blablabla. Okay. Vollbremsung. So, rein hier. Da bist du ja. Tommy Angelo. Lucas Bertone. Was für eine Schönheit. Wir haben nicht viel Zeit. Hey, ich arbeite schnell. Warte ab. Aber hallo. Okay, er ist fertig. Danke, Lucas. Ich muss zurück, bevor es jemand merkt. Vorsicht damit. Das Ding wird bockig sein. Hey, sag Mr. Salieri, ich bin immer für solche Jobs zu haben. Ich mache für einige Leute was, aber bei euch weiß ich immer, woran ich bin. Heiße Ware, Fluchtwagen, alles, wie das Geld stimmt. Hoffen wir, dass Salieris Mann morgen gewinnt. Für uns alle. Okay. Fahr vorsichtig. Ich werde versuchen. Eieiei. Okay. Kehre zur Rennstrecke zurück. Und auch hier geht es wieder nach Zeit. Oh, jetzt habe ich sogar eine Motoranzeige. Ach ja. Darf ich von zu halt werden, was? Eieiei. Okay. Jetzt müssen wir etwas vorsichtiger fahren. Wieso steht denn der Wagen da? Was war denn das denn? Vorsicht. Wie? Runter von der Straße? Aber, ja Mann, ich hab doch keine Zeit. Oh, ach, da ist noch einer. Überall kommen welche. Geht hier durch den Tunnel. Oh, Vorsicht, da kommt hier rüber. Okay, hier kann keiner abbiegen, das ist gut. Ja. Weiter. Muss er denn hier rum? Es bietet auch noch ab, natürlich. Ja, das bin ich. Oh, Vorsicht, Kreuzung. Mann. Ja, hier, noch. Okay, ich gehe noch einmal links rüber. Vorsicht, ich komme. Kleine Durchgang, sage ich mal. So, die Uhr ist weg.
Okay. Ich bin heil angekommen. Das war immerhin etwas. So, jetzt noch hier rein, ne? So, bin wieder da. Du bist zurück, Gott sei Dank. Kann losgehen. Fährt wie eine alte Mühle. Okay, gehen wir. Morgen ist ein großer Tag. Sam kommt also aus dem Klo und ich bete, dass er was hat. Weil ich mir nicht sicher bin, ob der Barmann seine Schulden bezahlt und seine zwei Söhne kommen immer näher. Die lassen schon die Knöchel knacken. Beide 2 Meter groß, wie ein gemauertes Scheißhaus. Was hattest du dabei? Mein Schwanz? Ja, ganz genau. Der irre Bastard schlendert aus dem Klo und pisst einfach überall in den Laden. Wirklich? Und er hat nicht die Cops gerufen? Hey, manchmal müssen die glauben, du hast sie nicht alle. Tom, hast du kurz Zeit? Klar, Frank. Wir haben da ein Problem. Ist der Boss okay? Ja, darum geht's nicht. Mikey Dunn, unser Fahrer. Morellos Jungs haben ihn letzte Nacht übel zugerichtet. Arm gebrochen, Kiefer gebrochen, ist jetzt im Krankenhaus. Oh Gott. Ja, Pech für Mikey. Jedenfalls, du fährst für ihn. Warte, was? Frank, Tom. Ich... Der Startschuss fällt in einer halben Stunde, also keine Diskussion. Der Don will gewinnen. Und viel wichtiger, er will, dass Morello verliert. Und du bist unser bester Fahrer. Sonst würde ich nicht mit dir reden. Ja, okay, Frank. Gut. Ralphie hat den Wagen fertig gemacht. Geh sofort zur Strecke. Aus Europa kommt der heutige Favorit, Martin Lichtenberg, der eine Pause vom internationalen Wettbewerb macht, um heute hier zu sein. Es gibt Neuigkeiten zur Aufstellung. Der Lost Heaven Lokale Mikey Dunn ist draußen. Ihn ersetzt Tommy Angelo. Nun, sie werden ihm zusammen mit mir viel Glück wünschen wollen. Die Aufstellung steht, die Wagen sind startbereit. Sie sind gestartet. Lichtenberg hat Probleme. Etwas stimmt nicht mit seinem Wagen. Lichtenberg ist raus. Der Favorit ist raus. Okay. Wer überlebt? Der Runde der Lost. Es wird eng vor der Kurve. Alter. Und es gibt Kollisionen. Manche Fahrer nehmen keine Gefangenen. Heute ist mehr als ein paar Kratzer im Lack geben. Oh. Weg da. Lass mich erstmal hier in die Steuerung gewöhnen. Oh! Worms. Ei, ei, oh Gott, was ist denn hier los? Oh Gott, aggressiver Fahrstil! Oh, Alter! Amateur! McKellen macht es sich bequem an der Spitze. Der Rest ist ihm auf der Fährte. Oh Gott. Bremse. Aua. Ah. Nein. Oh Gott, wie der Wagen sich dreht, ey. Du tauchst nicht. Nee, du auch nicht. Garcia, Lewis und Jackson stoßen vor zur Spitze des Feldes. Oh Gott. Oh, meine Güte. Aua. Auf ein sicheres Rennen, Leute. Ich krieg noch von hinten einen rein, ey. Ein Kopf an Kopf rennen um die Führung. Ich glaube, das wird nicht mehr. Erster Versuch? Naja, das wäre ja auch ein Wunder gewesen. Wäre beim ersten Mal hier, zack, und dann. Okay, mal gucken. Oh Gott. Oh, Alter.
Wie auf Eis hier, ey. Oh Gott, oder Schmierseife, ey. Ich glaube, ich hole den ersten nicht mal ein. Oh, okay, ich muss anders bremsen irgendwie. Ein verbissener Zweikampf zwischen Garcia und Jackson. So, sieg nicht. Fallen einige Plätze zurück. Jetzt nah an Benefa und Angelo. Hier berghoch und dann kommt hinten hier eine Rampe. Das ist so unfair. Ist das doch. Oh. Ja, noch genug Zeit, aber bestimmt nicht für mich. Bin hier vor links und dann hebe ich wieder ab. Hallo. Die Fahrer an der Spitze sind in der letzten Runde. Bald toll. Ist das Rennen gelaufen, Leute. McKellen führt. Knapp dahinter. Jeder könnte gewinnen. Was für ein Rennen, Leute. Unglaubliche Fahrkünste. Ja. Unglaublich. Aber nicht von mir. Aha. Aber gut. Dann kenne ich ja schon mal die Strecke. Dann kenne ich schon mal so ein bisschen den Wagen. Ich muss... Nein. Ich darf da auch nicht zu früh Gas geben wieder. Oh. Das war der Motor. Oh Gott. Okay. Ich fahr sehen Sie hier das zu Ende. Siegertrio oder kann noch jemand anders glänzen? Hm. Naja, gut. Es wird eng da vorne. Dieses Rennen ist noch lange nicht vorbei. Naja, hör mich schon. Aber ich fahr trotzdem zu Ende. Um mal zu sehen, ob er irgendwie reagiert oder so. McKellen fällt hinter Garcia. Garcia kämpft in der Kurve. Noch ist hier alles offen. Ja, guck mal hier. Ah. Und so ein bisschen anders umgehen. Okay. Und ich bin hier, Start und Ziel. Und ich bin 14. Ja, super. Okay, gut. Okay, dann mache ich das mal weiter. Dann sage ich jetzt mal danke, dass du dabei warst. Und dann lasse ich nicht von der Mafia erwischen, ne? Okay, dann mach's gut. Bis zur nächsten Folge und vielleicht gewinne ich halt dann. Ich bin mal gespannt. Bye, bye.